Hallo Leute, ich bin Manuel und willkommen zu einer weiteren Folge von Wie stand zu Weiler. Ja Leute, wir sind hier in der Schmiede. Ich bin mit dem Auto hier. Und ja, es gab lange Zeit keine Videos von Wie stand zu Weiler. Und ihr seht hier ein paar gekillte Zombies. Vorgeschichte. Es ist so, ich habe schon mal aufgenommen. Und in diesem Haus habe ich etwas gefunden. Das Spiel war gnädig. Ja, das größte war. Denn jetzt gibt es das nicht mehr. Hier war noch eine Waffe. Dann ist es so passiert auf dem Rückweg. Ja, haben Zombies angegriffen und die sind hier härter als ein Stein. Also ich kann in den Baum rein. Ich kann in den Stein rein dreschen. Ich bekomme hier keinen Schaden am Auto. Aber die Zombies, die machen verdammten Schaden an dem Auto. Und irgendwann ist mein Auto explodiert. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir haben eine ziemlich coole Sammlung an Waffen. Und zwar ein Sniper, eine Pistole und das hier. Das Problem ist, ich habe keine Munition mehr. Ja, ich habe keine Munition und deswegen machen wir jetzt Folgendes. Wir machen jetzt ziemlich viele Eisen. Und ja, ich habe an der Pistole keine Munition mehr. Ich habe nur an Pistole Bullets, aber die klappen irgendwie nicht. Also ich kann euch mal zeigen, das wird nicht nachladen. Entweder brauche ich da komplett oder... es sind die falschen. Also es wird noch eine Pistole geben. Ja, also ich kann euch mal zeigen. Einen Moment bitte. Hier. So, jetzt ladet er. Aber vorhin hat er nicht geladen. Deswegen habe ich diese Nahkampfwaffe genommen. Aber trotzdem, 8 Schuss, das ist viel zu wenig. Also, an was habe ich denn viel Schuss? Irgendwie bekomme ich immer an Shotgun ziemlich viele Bullets und an Rifle. Ja. Also, was machen wir? Ja, ich hab's erfasst. Wir machen uns heute ein Assault Rifle. Ja. Und eine Shotgun. Die zwei Waffen werden heute in unsere Sammlung kommen. Da fällt uns aber was, das habe ich aber in unserem Auto mitgebracht, und zwar hier, bitteschön. Dann habe ich noch, glaube ich, hier, ja, Metallparts, okay, ich hatte noch, entweder hatte ich es oder ich habe es vergessen zu nehmen. Trotzdem reicht es uns für 2 Waffen, denn das braucht jeweils 4. So, los geht's. Wir machen uns 2 neue Waffen. Erstmal diese Gun. So, wir schauen natürlich sie gleich mal an. Und ich kenne sie schon. Wie gesagt, ich hatte sie schon. Die ist echt geil. Guckt euch das an. Ja. Die haben auch Munition drauf. Also, ja. Voll cool. Mit so einem Visier. Die habe ich auch gelootet. So, jetzt machen wir aber die zweite Gun noch. Leute, jetzt machen wir die Schotti. So, die Schotti prüfen wir auch, aber allerdings will ich noch etwas gucken. Nein, es gibt kein Metall mehr. So, für was das Ganze ist, Leute, das kann ich euch noch nicht verraten, denn nächstes Mal werdet ihr etwas Geiles mit sehen, denn das sind sozusagen die Vorbereitungen für eine weitere Folge. Also für die nächste Folge ist das Ganze hier Vorbereitung.
Dann, Leute, es gibt in der Nähe hier noch etwas. Und zwar ein weiteres Haus. Der ist aber nicht angezeichnet, glaube ich. Der ist etwas hier weiter. Da, wo, ich glaube, da, wo die Fragezeichen ist. Da ist er, dieser weiteres Haus. Dort ist etwas, was wir nächstes Mal auch machen werden. Aber zuerst muss ich... also ich zeige euch mal. Ich habe keinen Sinn mehr. Ich habe aber... Nee, nicht wahr. Warte, ich habe doch das Ganze mitgenommen. Habe ich das... Nee, habe ich. Boah, ich hatte schon voll Angst, Leute. Angst gerade bekommen, einen kleinen Schreck bekommen. Weil ich habe... ja, habe doch gewusst, dass ich Benzin habe. Also... So, jetzt fahren wir mal. Bevor wir jetzt nach Hause fahren, möchte ich euch etwas zeigen. Ob die drei uns dann reichen, weiß ich nicht so genau. Ich glaube aber schon, sollte uns reichen. Wir fahren mal, wir testen die Schrotti. Wenn die Zombies da kommen. Das Auto fährt immer noch langsamer als ich laufe. Aber zumindest es fährt. Und ich nicht laufen muss. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist da, wo der Fragezeichen ist. Also 200 Meter noch. Danach fahren wir nach Hause. Warum bekomme ich kein schnelleres Auto? Genau, da ist es, glaube ich. Genau, das ist das Haus. Dort gibt es etwas. Für das, was dort gibt, brauchen wir jede Menge Sachen und die bekommen wir nächstes Mal, Leute. Also bremsen. Gehe ich mal raus kurz. Da ist noch Benzin. Und zwar hier. An diesem Tisch gibt es Crafting-Items, die ich alle haben will. Zum Beispiel das hier, glaube ich, habe sogar zu Hause liegen, aber wir haben kein French. Das heißt, wir brauchen noch Eisen. Das hier weiß ich, wo ich hinbekomme. Zumindest ich habe das schon mal bekommen. Ich weiß zwar nicht, was das Ganze sein soll, aber das will ich haben. Also Crafting, irgendwie Upgrades. Walter Trailer. Das glaube ich, das ist... Boah! Ich weiß, was das ist, weil ich das in so ein Screenshot gesehen habe. Wenn ich mich nicht irre, ist das für das Auto hinten. Dann bekommen wir noch mehr Platz. So ein Anhänger. Transmissions-Upgrade. Ist das für den ganzen... Das ist fürs Auto. Das will ich haben, Leute. Jetzt verstehe ich, was das ist. Das ist fürs Auto. Mein Trailer. Big. Da ist mein Trailer. Ja. Das ist für den Auto. Das Ganze. Okay. Will ich haben. Leute, das müssen wir machen. Ich glaube, ich habe sogar ein Teil habe ich schon in zu Hause liegen. Ich habe das Ganze nicht mitgenommen, glaube ich.
Wo könnte sein, dass es doch in mein Auto liegt? Ich schau mal nach. Ich will natürlich meinen Schrott ja auch. Doch, hier. Hier, ich hab den Teil. Einen davon zumindest. Und ich brauche mehrere davon, ne? Jetzt ist die Frage, können wir das bei den Schmieden herstellen? Das prüfen wir auch nochmal nach. Also, wir brauchen für den zwei davon. Plus, wir brauchen einen French. Zwei von den vier. Drei von den sieben. Zehn. Wir brauchen 10 Stück davon. Plus, wir brauchen 10 Eisen. Davon haben wir was. Und da fällt nur noch einer davon. Dann hätten wir das Ganze abgegradet schon. Wir brauchen aber French, oder wie das heißt. Also ein Schlüssel. Sieht nach dem Schlüssel aus. Oh. Oh, ja. Warte. Ich hab da was. Habe ich Wasser? Ja, ich hab Wasser. Habe ich hier Wasser? Ja. Das Wasser nehme ich mit und das nehme ich mit. So, einen Moment. Wir essen und trinken was. Essen. So, auf jeden Fall, Leute. Wir fahren nochmal jetzt zum Schmiede. Ich will gucken, ob wir diese French machen können. Also jetzt habe ich euch gezeigt. Also wir können hier sogar unser Auto upgraden. Das will ich unbedingt haben. Diese Upgrades. Außerdem will ich einen Anhänger hinten haben. Aber das machen wir irgendwann mal. Das orangene Kreis da, was ich euch gezeigt habe, das habe ich mal bekommen, als ich angeguckt habe, das, was ich euch nächste Folge zeigen möchte. Und da war das. Ich weiß nicht, ob das Spiel auch so gnädig wird, das nochmal dort hinzumachen. Aber wenn, dann ist es heftig. Wartet mal. Ist das? War das ein Wolf? Yep. Das war ein Wolf. Die Gunnare ist geil, Leute. Zwei Schuss, Wolf weg. So, ich fahre noch mal hin, weil ich will noch mal gucken. Erstens, ich brauche French, ich glaube, also den Schlüssel. Ich hoffe, dass wir das Ganze machen können. Ich hoffe, das Benzin reicht uns bis nach Hause. So, ich werde jetzt hier bremsen. Ich hoffe, das Auto bleibt auch hier. Bleibt hier. Ich komme gleich. Sind wieder da. Ich guck nur. So. Hier können wir nur Shotguns machen. Wir haben kein Metall, um die Munition zu machen. Ja, so Metall Scrap. Gunpowder habe ich. So, jetzt will ich mal gucken. Scrunch, was brauchen wir dafür? 5 Metalle. Ja, wir müssen dann 5 Metalle herstellen, Leute. Wir brauchen noch 5 Metalle. Metallparts. Scrap Metall, ja. Da brauche ich Metall. Also ich brauche jede Menge Metall. Wenn wir das Ganze angesammelt haben, komme ich nochmal her und wir machen das Ganze. Schauen wir nochmal hier um.
Also wir brauchen jede Menge Metall, Leute. Da ist noch ein bisschen Erde, die nehmen wir mit. Töpfe, ich weiß nicht, ob ich noch mehr Töpfe brauche, weil wenn wir noch ein Greenhouse bauen werden, aber ich glaube, uns reicht erstmal ein. So. Wer ich explodiere, wenn ich jetzt aufmache, und da wird noch ein Gewehr sein. Ich explodiere, Leute. So, los geht's. Wir fahren nach Hause. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Leute, aber diese Knarre ist geil. Dieser Hammer. Dieser absolute Hammer. Also das Visier ist der Hammer. Da ist mein Auto. Wo ist mein Auto? Mann, wo ist mein Auto? Wir müssen ein bisschen nachtanken. Ich werde am Ende der Folge euch mal zeigen, was euch nächste Folge erwartet, okay? Also damit ihr... Es wird selbst. Guckt euch das an, es wird selber. Und jetzt fährt es nicht. So, wir müssen nach Hause. Ja. Hier ist unser Zuhause. Ich habe vergessen, das hier anzuzeichnen. Wir könnten hier ein wenig was sammeln. Sollen wir machen? Ich weiß nicht. So, wenn wir schon da sind, das sind nur Geschütze. Das sind Geschütze, Leute. Die machen Aua. Ziemlich viel Aua. Allerdings glaube ich, hier ist auch etwas Geiles. Also hier glaube ich, habe ich dieser Snipergewehr gefunden. Prüfen wir mal, was wir hier finden. Okay, Metall. Schon mal gut. Was zum Futtern. So, auf dem Klo will ich nicht hin. Ja, schlafen. Es ist eine schöne Wohnung. Schöne Wohnung, bitte. Hier gibt's. Ja. Tisch, Erde. Naja, die Erde haben wir schon mal. Ich glaube, hier war das mit dem Snipergewehr. Da war ein. Da. Ich glaube, das war hier. Genau, Sniperreifen. Können wir mal mitnehmen. Könnte ich, wenn ich Platz hätte. Ich weiß nicht, ob ich noch einen brauche, aber ich, wenn die schon so gnädig sind. Es wäre echt geil, wenn das kein Snipergewehr wäre, sondern ein anderes Gewehr. Hui. Karottensitz. Ey, das müssen wir haben. Die Karottensitz, also die Erde kann mich, beziehungsweise das hier kann mich dann die leeren können mich
Die Erde leider nicht so. Also die Erde kann mich nicht. Denn Leute, ich habe gesagt, die Erde kann mich nicht und dann habe ich doch weggeworfen. Egal. Okay, die Erde kann mich. So. Die Erde ist jedes Mal von Nutzen, wenn wir irgendein Seed reinsetzen. Also, die benutzen wir um dann. Fleisch. Super Fleisch. Lecker Fleisch. So, jetzt weiß ich nicht, wo mein Auto ist. Da. Okay, diese Orangen haben wir jetzt auch. Super. Also langsam bekommen wir die Sachen. Ich hab da Schiss wegen diesen Kanonen. Okay. Jetzt können wir nach Hause fahren. Ne? Wir haben zwar einen Rifle, was wir zu Hause auch liegen haben. Okay, jetzt müssen wir dahin. Da ist unser Auto. Da legen wir ein paar Sachen ins Auto rein. Was ist los? Hunger. Ja, warte. Warte, du hast. Nein, sitzt nein. Roh Fleisch. Ich habe aber rein gar nichts hier. Ne? Doch, das hier. Zum Essen. Das machen wir gleich. Jetzt Essen. Bandage. Erde. Benzin. Rifle. Okay, das ist unser. Oh ja. Wenn wir irgendwann mal wirklich brauchen würden. So. Pistole. Wasser. Okay. So. Zumachen. Wasser essen. Wo? Da. Ein bisschen Wasser hinterher und jetzt nach Hause. Solange es noch helle ist. Helle. Wobei, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube eh nicht, dass hier Tag und Nacht ist. So, jetzt fahren wir mal. Ich will unbedingt diese Reifen mal testen. So, diese Upgrades machen wir, Leute. Also, ich mache zuerst diesen Schlüssel oder was auch immer das sein soll. Dafür sammeln wir jede Menge Metalle erstmal. Metallscrap. Machen das Ganze zum, ja, zum Eisen bearbeiten. Und dann, Leute, dann machen wir unseren Schlüssel. Und dann noch mehr Metall, also wir brauchen damit viel Metall. Um das ganze Upgrade zu machen für das Auto, will ich haben. Will ich haben. Und ja, so, jetzt wartet mal. Jetzt testen wir unsere Waffen. Jetzt will ich diese Waffe mal testen, Leute. Auch wenn das Munitionverschwendung wäre. So, das war Munitionsverschwendung. Nein! Das ist doch nicht wahr, Leute, das ist doch nicht wahr. Jetzt müssen wir rennen. Okay. Jetzt haben sie mich sauer gemacht. Ich hoffe, das Auto. Wartet mal. Ich glaube, das Auto können wir zurückrufen, wenn wir hier
ja auf Position Auto rufen. Wenn die da noch. Oder wir können bis dahin laufen, was ich nicht gerne tue. So, jetzt mal gucken. Respawn. Nein, ich will hier kein Vehicle. Okay, das ist jetzt unser Respawnpunkt, ne? Aber es ist noch kein. Da! Da ist unser Auto. Okay, jetzt fahren wir. Jetzt rächt mich. Ich habe bloß nicht gesehen, dass es zu wenig HP war. Diesmal werde ich mit Schrotti angreifen. Ich glaube, Schrotti gibt es harte Schaden. Benzin habe ich. Jetzt fahren wir einfach. Weil wenn wir sie am Leben lassen und einfach vorbeilaufen, die werden euch so lange verfolgen, bis die das Auto zerschrotten. Na, jetzt einfach geradeaus fahren. Genieß die Fahrt. Jetzt gibt's Ärger. Und jetzt gibt's keinen Zombie hier, weil die wissen, dass das jetzt Ärger gibt. So, was ist mit meinem Benzin? Es geht noch. Also, meine Aufgabe jetzt, offscreen jede Menge Metall zu suchen. Warum offscreen? Weil, Leute, es wird so lange dauern. Es ist nicht überall Metall da. Und ziemlich weit hinweg zu laufen möchte ich nicht. Deswegen werde ich, ja, in der Nähe Metall suchen. Deswegen wird es ziemlich lange dauern. Wenn ich da überall gelaufen wäre, da wo es, oder gefahren. Aber ich habe jetzt kaum Benzin. Ja, wir werden jetzt noch zwei verschwenden müssen. Weil wir sind noch nicht da und ihr seht, unser Benzin ist fast alle. Und das wäre, ja, unklug. Und außerdem Benzin verschwenden. So, hier muss man umfahren, aber ich weiß, Leute, dass hier Zombies sind. Hier habe ich immer Schaden, Riesenschaden bekommen. Aber jetzt sind die nicht da. Warum auch immer. So, da sind die. Okay, Leute. Jetzt können wir die Schrotti mal an Zombies ausprobieren. So.